Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder rein Computer und zwar mit dem Gaming PC Cyclone 8 für 2949 Euro. Das System wurde mir wie immer vorgeschlagen im Videovorschlägekanal, in dem Fall von Relikos Q, und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ja, ist das Gehäusebild. Die Lüfter, die ihr hier seht, die sind auch so verbaut, das passt soweit. Starten wir aber zuallererst mit dem Mainboard, das ist das Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi DDR5. Der Z790 Chipsatz ist aktuell noch der aktuellste Chipsatz, den ihr bei Intel so kriegen könnt. Wie der Name auch schon sagt, bringt es halt WLAN und Bluetooth mit, kommen wir aber gleich noch zu. Ansonsten haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, darunter nochmal 2 weitere SSDs, wenn ihr das unbedingt braucht. Hier kommt die Grafikkarte rein, die beiden Slots werdet ihr wahrscheinlich nicht benutzen können, weil die Grafikkarte das überdeckt mit dem Kühler. Dafür habt ihr aber noch 2 weitere für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, wie eben schon angesprochen. USB-Typ-C ist mit am Start, 2x USB 3.1, 4x USB 3.0. Netzwerkanschluss, nochmal USB-Typ-C und die Onboard-Grafikanschlüsse könntet ihr hier theoretisch benutzen. Ist ein K-Prozessor, lasst es sein. Also wenn die Grafikkarte abraucht, klar, schließt es dran an, dann könnt ihr eure Daten sichern und noch ein bisschen im Internet surfen, vielleicht sogar ein bisschen noch spielen, wenn man das möchte, aber benutzt wirklich primär die Anschlüsse der Grafikkarte. Ist ein stabiles Board, ist jetzt nicht das Beste vom Besten, aber auch nicht das Billigste vom Billigsten. Das ist soweit völlig okay, auch für diesen Prozessor. Und das kostet 251,90 Euro direkt beim Asus Online-Shop. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 14700K, den gibst du nicht. Ist ein i7, aber 14700K halt. Der hat 20 Kerne, 28 Threads, 125 Watt TDP, Maximum Turbo Power 253 Watt. Das Ding kann sich über 300 reinpfeifen, wenn ihr den einfach frei laufen lasst. Eventuell stellt rein Computer das vorher ein im BIOS PL1 und PL2, vielleicht auch nicht. Dann pfeift er sich über 300 Watt unter Volllast rein. Bei Gaming brauchen wir nicht drüber reden. Das sind dann so 120 bis 140 Watt, kommt immer auch ganz aufs Spiel an. Wenn das jetzt wirklich ein grafiklastiges Spiel ist, was nicht so viel Prozessorleistung benötigt, dann noch weniger. Aber das ist so der Mittelwert. Und er unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS, könnt ihr ganz easy mit 6000 plus rennen lassen. Oder DDR4 3200 MTS. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, gut, wenn es eine reine Gaming-Kiste ist, sollte man eher auf AMD gehen. Würde ich auch so machen. 7800 X3D, ganz normales Beispiel. Der 14700K ist aber gut gedacht für noch irgendwie Videoschnitt und sowas. Da sind die wirklich Vorreiter. Diese ganze Multicore-Performance und so weiter, da kommt AMD mehr oder weniger halt nicht mit. Fürs Zocken sind die mega gut, aber der 14700K ist fürs Zocken gut und auch fürs normale Arbeiten, sofern er denn gut gekühlt wird. Und der kostet 428,85 Euro bei Mindfactory. Die Prozessorkühlung ist ein Be Quiet Silent Loop 2 AIO Wasserkühlung. Ich gehe davon aus, dass es die 360er ist. Alles andere wäre halt einfach Quatsch. Allein schon wegen dem Gehäuse, oben passt locker eine 360er rein, ist ja auch von Be Quiet. Der Prozessor ist so dick, also wenn sie da jetzt eine 240er oder so reinschmeißen, dann würde ich schon schimpfen. Ich gehe jetzt einfach mal vom Guten aus. Ich habe schon von etlichen Leuten gehört, dass die Silent Loop nicht so geil sein soll. Ich hatte sie selber nicht im Test, deswegen will ich da jetzt gar nicht großartig was drüber sagen. Ist halt eine 360er Wasserkühlung, passt. Und die kostet 151,18 Euro bei Mindfactory. Übrigens sei noch dabei gesagt, also meine bisherigen Erfahrungen bei 360er Wasserkühlung sind einfach die, dass man da den Prozessor schon ein bisschen drosseln sollte. Also wenn ein PL1 und PL2 wirklich läuft, mit diesen 253 Watt im Maximum, dann geht das noch. Alles bei 300 drüber wird schwierig mit dieser Wasserkühlung, denke ich. Der Arbeitsspeicher ist Corsair Vengeance RGB 32 GB DDR5 6000 MTS CL30 2x 16 GB, also Dual Channel. Er ist halt 6000er CL30 RAM. In dem Fall von Corsair mit RGB Beleuchtung, könnt ihr noch ein bisschen mit IQ rumspielen, ja okay. Wir nehmen auch immer 6000er CL30. Es sei denn, man heißt Tante Käthe, also unser Mod auf unserem Server, der nimmt auch 7000er oder 8000er. Aber wir nehmen grundsätzlich 6000er, von daher, ich brauche hier gar nicht meckern. Und er kostet 133,89 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim 16 GB. Also hier wissen wir auf jeden Fall, was wir bekommen. Das ist die von MSI, die 4080 Super, wie der Name auch schon sagt. Gute Karte, WQAD und auch 4K Gaming. Kommt immer auf eure Einstellung an. Natürlich gibt es noch die 4090, wer jetzt übertreiben möchte. Aber eigentlich sollte ein 4080 Super für jeden reichen, egal ob WQAD oder 4K. Dann kommt es natürlich noch darauf an, was stellt ihr alles ein? Raytracing ja oder nein? Welches Game ist es? Benutzt ihr DLSS? Und so weiter und so fort. Ich packe euch einfach einen FPS-Test unten in die Videobeschreibung. Und die kostet 1208,99 Euro bei Mindfactory. Alter Schwede, da kriegt man schon fast einen ganzen PC. Da kriegt man den ganzen PC für. Das ist jetzt halt nur die Grafikkarte, ne? Naja. Das Netzteil ist ein Be Quiet Pure Power 12M 1000 Watt. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular 1000 Watt ATX 3.0. Neuster Stecker mit dabei. Hier nehmen die sogar gesleevte Kabel. Die kommen gleich noch extra, zeige ich euch dann. Ansonsten 1000 Watt sind 1000 Watt. Was soll ich dazu sagen? Ist schon eine ganze Menge für das System. Theoretisch, rechnerisch, bevor sich die Leute in den Kommentaren wieder aufregen.
Ein 850er hätte gereicht. Ein 1000er ist natürlich ganz nett. Solche Netzteile sind bei 50% immer am effizientesten. Circa. Jetzt nagelt mich nicht drauf fest. Es ist einfach so, da müsst ihr den Prozessor und beziehungsweise die Grafikkarte halt ordentlich auslasten, damit ihr bei diesen 50% rumschwört, damit es schön effizient ist. Wenn ich natürlich so einen PC dauerhaft mit einem halben Kilowatt belaste, dann wird es auch irgendwann teuer auf der Stromrechnung. Das müsst ihr selber wissen. Und das kostet 149,39 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet Shadow Base 800 FX Black, haben wir ja eben schon gesehen. Das bringt schon 3x140mm Lüfter in der Front mit und einen auch im Heck. Alle RGB beleuchtet, seht ihr ja hier auf dem Bild. Hatte ich selber noch nicht daheim. Was ich bisher so gehört habe, gutes Gehäuse, Airflow ist gegeben, hat ja auch eine Meshfront und so weiter. Brauche ich gar nicht meckern. Und das kostet 179,89 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine Samsung 990 Pro 2TB M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7450 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. 2TB in dem Preissegment, ja, ist okay, die Geschwindigkeit ist top, TLC-Speicher, alles in Ordnung. Die ist halt schon gut teuer. Es gibt günstigere am Markt, die ungefähr die gleiche Leistung haben, aber ist auf jeden Fall keine falsche Auswahl. Und die kostet 169,89 € bei Mindfactory. Hier kommen wir jetzt zu diesem Thema, Modding, BeQuiet, Sleeve, Cable Kit, Schwarz. Da stehen sogar die Seriennummer dahinter. Das sind in dem Fall diese drei Kabel hier, die kosten zusammen 35 €, haben wir natürlich mit in den Warenkorb reingepackt. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die vermutete Wasserkühlung, das wird eine 360er sein, gehe ich ganz stark von aus, das Netzteil und eben die gesleeften Kabel. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2719,56 € und das System kostet 2949 €. Da habt ihr jetzt bummelig fürs Zusammenbauen und Garantie und so weiter 230 €. Was okay ist, zumal hier bei Vorkasse sogar noch versandkostenfrei ist. Und da ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie meckern würde. Also bis auf die fehlende Bezeichnung bei der Wasserkühlung. Gut, das könnt ihr eben nachtragen, ist kein Problem. Ich gehe jetzt wie gesagt von der 360er aus. Ob ihr jetzt unbedingt einen 14700K braucht, steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, reine Gaming-Kisten reicht ein AMD-Prozessor für. Eventuell sogar irgendwie ein 14600K oder so, weil der 14700er frisst halt wirklich viel Strom, hat dafür aber auch brachiale Leistung. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ist einfach so. Der Aufpreis ist völlig gerechtfertigt, gerade wegen noch versandkostenfrei und Garantie und den ganzen Bums. Hier steht übrigens, wenn man noch ein Jahr extra Garantie haben will, 99 €. Da habt ihr mal so einen Preisbereich. Die meisten nehmen so 70 bis 100 €. Habt das jetzt auch mal gesehen. Aber ja, das System ist soweit okay. Wenn ihr bereit seid, so viel dafür auszugeben, bitte macht es. Der Aufpreis ist gerechtfertigt. Deswegen suche ich jetzt auch keine Alternative raus. Das mache ich ja nur, wenn der Preisunterschied wirklich gewaltig ist gegenüber Geizhals. Hier lohnt sich das einfach nicht. Es kann natürlich sein, dass ihr ein ähnliches System irgendwo findet, sei es bei Dubaro, Krotos, MyPC oder sonst wo. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, zumindest den Namen von diesem System, weil Krotos hat auf jeden Fall eindeutige Namen bei den Systemen. Dubaro normalerweise auch. Postet es ruhig rein, aber wie gesagt, ich suche da jetzt nichts raus. Wofür? Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.